So, Andi und ich, wir werden heute für euch die 96 SMCR testen. Andi fährt heute und wird euch auf jeden Fall mal seine Eindrücke teilen. Wir fahren eine schöne Strecke bei uns und ich hoffe, euch gefällt die Review. So, Andi, wir sind ja auf einer der schönsten Straßen bei uns in der Gegend. Du bist jetzt hier schon mal hochgeballert. Was sagst du dazu? Jo, grüß euch erstmal. Geil. Also die Strecke her war ein bisschen, also auf der langen Strecke ist wirklich circa in die langen, also in die langen Kurven, ist halt anstrengend mit 140 oder was da. Aber jetzt halt bergauf, das ist das Allergeilste. Das glaube ich. Vor allem, weil du auch keine Chance hast. Das ist halt, du schmeißt das Ding rein, das macht echt Fun. Also wirklich, in die Berg drinnen, reines Gaudi-Mobil einfach. Was hast du da für Unterschiede zum Vorgänger? Ja, es ist halt natürlich die komplette Technik, was drinnen ist. Du bist halt mit der Bremsanlage, du hast eine Traktionskontrolle drinnen. Du, ich meine, dein Mapping-Schalter hast bei der alten, auch noch nicht gehabt. Das ist deine Mapping-Schalter, du kannst zwischen 1 und 2 auswählen. Für was die Mappings sind, schlagen mich da, die habe ich ehrlich gesagt noch nicht eingelesen. Ich möchte es einfach ausprobieren, ob ich einen Unterschied spüre. Können wir ja vielleicht dann auch an. Jetzt bin ich mit dem 1er Mapping raufgefahren, probieren wir es nochmal mit dem 2er. Was dann sagt, Traktionskontrolle lasse ich heute auch, ich bin schon das ganze Jahr nicht mehr gefahren. Und ansonsten, was gibt es sonst für gravierende Unterschiede? Ja, es ist eigentlich wirklich nur die Technik. Du kannst halt alles einbauen und ja, das ist. Macht auf alle Fälle Fun, das Ding. So, wir hoffen, euch hat die Review gefallen. Ein paar Fahreindrücke sind ja auch mit dabei gewesen. Wenn euch sowas gefallen hat, dann schreibt es rein in die Kommentare, abonniert uns, folgt SBR Bike, folgt Schrauberblog, folgt uns überall. Egal! Danke euch fürs Zuschauen. Ciao!